Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir müssen mal wieder ein Pferderennen machen. Diesmal mit Ciri gegen den Baron selbst. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Los, Ciri, mach uns keine Schande! Dein Schwert gehört mir! Das werden wir ja sehen! Ah. Schneller! Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins! Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen. Noch ein Greif. Der klaut uns jetzt das Pferd wahrscheinlich, ja? Mein Pferd, meine Trophäe, verdammt nochmal. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Naja, das gewinnt. Das ist wohl eine Quest. Dann. Das kann ich aber machen, wenn ich nicht aufnehme. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, ich widme mich jetzt nochmal einer anderen Quest. Eine Nebenquest. Und zwar diese. Was nun wieder? Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Plötze, wo bist du wieder? Weiter so, Plötze!
Hoppala. Ob wir mal losziehen und uns... Los, lauf! Ist ja gar nicht so weit von hier. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Hey. Nein, haben sie nicht. Wenn es nicht passt, dann vermöglich dir die deine. Weiter so, Plätze! Halt! Zu dem Händler möchte ich mal noch schnell gucken. Pennt der wohl noch? Hallo? Aufstehen. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Haha. Wusst doch, der hat Karten. Nilfgaard, 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 Nilfgaard. Was kostet denn das? Die kaufen wir auch. Die rüsten wir doch Plätze auf. Dann haben wir ein größeres Inventar. Sattentasche, so. Beweg dich! Die sind vertrimmt worden wie ein Novigrader Hut. Jetzt haben wir auch nicht das Zeug. Aber ich muss sagen, ich finde es richtig schön, dass hier die Nebenquests und so weiter auch vertont sind. Also vertont, blöd. Dass die auch eine richtige Story sind. Das ist das, was mich in Dragon Age Inquisition ziemlich demotiviert hat nach einer Weile, warum ich jetzt auch schon seit einiger Zeit das Let's Play nicht mehr weitergeführt habe. Ich finde es einfach doof, so Nebenquests. Da findest du einen Zettel, du gehst irgendwo hin, findest was und die Quest ist abgeschlossen. Fertig. Keine Dialoge, nix. Halt! Willst du etwas kaufen, oder? Was hast du uns? Zeig mal. Das Zeug kaufen wir mal. Du musst es eigentlich mal umgucken. Als die Studien unter der Anleitung von Professor Slavko Atimstein durchführte, stieß ich auf vier Orte, an denen Gravuren mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit dem Piktogramm, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben. Ich habe sie auf der Karte eingezeichnet. Und was ist das? Aha. Gar nicht böse, ich schieb dir ein Rechen in die Möse. Was? Grüß dich. Schwer zu sagen. Ich habe viel von der Welt gesehen und will noch mehr sehen. Genau wie ich. Genau wie ich. Ich sehe mich mal um, wenn's dir recht ist. Okay, keine Karten. Dann brauche ich nichts von dir. Leb wohl. Wir sehen uns wieder. Ja. Das weiß ich. Das Haar so weiß wie Quark. Quark, das wäre jetzt genau... Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein, sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen.
Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Hannah blieb? Was hat das zu bedeuten? Weißt du etwas? Schon mal Baumrinde gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Na gut. Vielen Dank. Leb wohl. Bitte, meine Herren. Schauen wir mal noch bei den Kids noch. Toll. Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt Sicheln und Hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast Morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Vielen Dank. Lebt wohl. Also dann in den Wald. Siehst du meine Muskeln? Was denn? Fertigst du auch so? Ermorden Politiker erstklassig. Kannst du eine Waffe? Aha. Ein Viperstahlschwert. Aber das fertigen wir doch mal an. Ziemlich geil. Was hat er noch so? Kann man den Sattel noch verscherbeln. Bis dann. Schönes neues Schwert. Ein Sturm auf uns zu. Oh, wie schön hier alles riecht. Heya!
Hexer? Mhm. Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren, nach vorne schauen. Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Na, das macht sie doch noch mehr verdächtig. Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Das muss Hannah riecht nach einer verwesenden Leiche. Sprichwörtlich. Überall ist Blut. Klauenspuren. Sie sind tief. Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Ah, da. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Schon eine Hütte. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Schauen wir uns doch das mal an. Und plündern natürlich alles. Lederbänder. Notizen. Von wem die wohl sind? Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus Tränen von Jungfrauen mögen in dem Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden, mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere.
Beute mit Pfeil und Bogen zu erledigen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die zu nahe kommen. Jetzt einen Schlüssel für die Truhe. Ich will die Truhe aufmachen. Vielleicht gibt es ja die am Ende. Ah ja. Es ist sicher dunkel. Kann ich Schwalbe machen? Katze? Katze. Ist das Katze? Verbraucht. Warte auf den Einbruch der Dunkelheit. Und nochmal Schwalbe nehmen. Eine Katze natürlich, fuck. Wo ist denn jetzt Katze? Schönere Stiefel. Muss ich wohl doch noch ein bisschen warten. Nochmal Katze. Jetzt habe ich dumm Sack. Ja. Ach ey, ich bin so ein Tölpel. Aber ich sehe gerade, wir sind bei 24 Minuten. Und ja, den Werwolf stellen wir uns in der nächsten Folge. Bis bald.